Hallo Leute, hier ist wieder euer Fat Gamer Tagebuch Teil 4 mit Final Fantasy 10. Ich habe euch gesagt, ich will heute noch ein Blitzvorspiel machen. Ich spiele jetzt mittlerweile 6 Stunden und noch was. Und jetzt zeige ich es euch mal. Wir spielen jetzt in der Spielerliga. Schauen wir mal. Den Killer Beast. Wir nehmen Tails. Das sieht man gleich mal, also Wedge ist natürlich auch einer, der zum Tor zieht, also da sieht man die Stats, sieht man in der Mitte, 17 Toe heißt Tor, 2 heißt FA heißt Fangen, 80 sind die HP, also wie viel Energie man da hat, 3 ist PA heißt Pass, 6 Agilität und 9 ist sozusagen wie gut er abfangen kann. Letty ist natürlich gut im Ding. Oh oh. 100. 60 Geschütz. Verpasst. Also man hat dann auch verschiedene Abilities, die man einsetzen kann. Der hat noch gar nichts. Okay. Die kann man erst noch lernen. Und zwar kann man hier deckt niemanden. Evasion Hexenschuss. Da kann der vielleicht den Hexenschuss lernen. Wedge deckt. Also da gibt es dann sogenannte wie sagt man? Das kann man alles nicht lernen, super. Steckt niemanden. Abilities, die man auch vom Gegner dann lernen kann. Gift AG kann sich zum Beispiel lernen. Okay, und Kipper deckt niemanden. Das wäre natürlich cool. Weil dann kann man die dann gegen gewisse. Die HP geht dann runter. Man kann den aber dann einsetzen. Das ist wie so ein Zauber. Das verbraucht einfach dann Punkte. Jetzt zeige ich es euch mal. Los geht's, der Anstoß. Blitzball. Super, der Gegner hat mal wieder einen Ball. Da sieht ihr auf der linken und unteren Seite, wie viele Leute da sind und Dribbling. Jetzt zum Beispiel hat er einen Wert von 7, jetzt hat er einen Wert von 0, weil er so super war. Oh, scheiße. Oh, warte. Jetzt zum Beispiel müssen wir uns durchsetzen. Entweder, wenn wir nicht vorstoßen, kommen wir nicht durch. Aber 9 gegen 2, das seht ihr in der Mitte, der pH gegen AG-Wert, da stoßen wir doch durch und machen ein Dribbling. 7, schaut her, ging super easy. Jetzt machen wir hier eine Aktion und zwar machen wir einen Pass. Wir haben aber nur 3 mit Pass, aber ein Letty können wir trotzdem noch erreichen. So, seht ihr das? Und der Letty macht gleich mal. Pass. Und zwar Giftpass, der ist dann noch vergiftet, wenn wir Glück haben zum Tidus, zum Haupthelden. Schauen wir mal. Ha! 7, 6, 5, 4, da oben sieht es. 3, ja, genau, und jetzt passt auf, jetzt wird's geil. Jetzt gehen wir hier hin. Das sind zwar 2, aber kein Problem, wir stoßen nicht vor. Wir schießen aufs Tor, aber wir machen einen Check Spezial, der die beiden umhaut erstmal. Erstens. Den zweiten, weil die würden sonst blocken, den Schuss. Und dann, das wird von meinem TO, da oben mit den 16 wird es abgezogen werden. Und jetzt kommt der Schuss da. Und den hält er bestimmt nicht. Nämlich, das ist das Gaul! Und so geht es halt wirklich weiter. Die Spieler steigen im Level auf. Man kann sogenannte Scouts aufmachen. Also man kann also durch das Spiel durchgehen und muss immer die Augen offen halten, weil es gibt immer wieder gute Spieler. Was ich ganz cool finde, kann man sich dann ein paar suchen. Man mag ja nicht mal mit denselben spielen, weil die bisher, oh, die Spieler muss man wirklich sagen, also manche sind wirklich schlecht. Man kann höchstens einen Letty vielleicht gebrauchen und einen Keeper, aber auf höherem Level erst. Wenn der Level 99 ist, dann rockt er alles weg, aber sonst. Okay, jetzt sind es 3.
bin mal gespannt, was er macht. Er macht einen Torschuss, aber gegen 5, 6, 9 und so weiter hebt er nichts. 1 und Lady hat ein. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir gleich mal ein. Nicht Vorstoß, aber ein Pass, den man einen Giftpass. Und zwar zu Wedge, würde ich sagen. Wedge F. Ja, das geht schon. Der setzt sich jetzt hoffentlich durch da. Zum Tully. Gehen wir mehr näher auf die Tour. Jetzt hat man. Da ist das jetzt nur ein Gegen. 9-9. Zum Tor. 17. Machen wir einen Torschuss. 17. Könnte klappen, wenn es 6, wenn es nicht viel ablenkt. 13, ja, das müsste klappen. Ja, klappt. Und Tor, 2-0. Wedge ist geil. Wedge ist vor allem am Anfang sehr stark. Aber wenn natürlich die Gegner dann ein bisschen besser werden und so, da baut dann so Wedge stark ab. Aber jetzt am Anfang ist er ziemlich stark. Wir möchten auch gerne behalten da drin im Spiel. Das finde ich echt gut. Es sind wieder drei, die. Obwohl. Okay. Jetzt könnte es klappen, dass er vielleicht durchkommt. Okay, wenn er jetzt der Sechser, da, jetzt 1. Nee, kommt nicht durch, Tino Sand. So. Er macht jetzt einen Pass rüber. Bei jeder Aktion, die man macht, zu irgendjemandem, gibt dann auch Erfahrungspunkte. Das heißt, selbst wenn es nur ein Pass ist, der dann ankommt, ist es dann spitze. So. Macht einen Pass. Das war raus dem Schuh. Der andere Seite. Der muss gleich wieder ein paar machen. Geklappt. Ja, das passt. Dann könnte es nämlich noch ein Tor geben. 4, 3, 2. Schön. Und Tor. Schuss! Was gibt es? 3-0. Goal! Ja, es gibt es! Dann können wir die erste Halbzeit eigentlich fertig spielen, glaube ich. 4 Minuten und 2. Natürlich mit den ganzen Unterbrechungen dauert es ein bisschen länger und auch mit den ganzen Erklärungen. Ja, das ist eigentlich so wie Spielen. Das ist Blitzball. Und das hat eine riesen Anhängerschaft. Also viele sagen, boah, war das geil, Blitzball und was weiß ich für ein Scheiß. Da haben sie jetzt klasse gefunden. Wow! Könnte sogar jetzt das nächste Tor noch kommen. Leute, drückt mir die Daumen. Ja. Machen wir gleich mal einen Torschuss nochmal. Weil das ist so nah, das müsste eigentlich treffen. Ja, 12, ich kann klappen und. Tor schon wieder! Also der Wedge, der ist unbezahlbar. Übrigens, Bix und Wedge, die beiden, als Bix kann man dann auch anwerben, sind wir immer wieder bei Final Fantasy und die haben sich immer wieder rein, bringen sich immer wieder rein. Genauso wie die Chocobos, die süßen gelben Vögelchen. Und auch Sid, der Name auf jeden Fall, der ist auch immer bei Final Fantasy vertreten. Genau. Okay, ich werde jetzt noch die zweite Hälfte dann bald angehen. Und 43. Glaubt ihr, es wird nochmal ein Tor? Das ist natürlich geil. Jetzt 2. Ach komm, das schaffen wir. Probieren wir es nochmal. Ist nicht klappt, mein Gott. Ja, okay, es ist Halbzeit. Alles klar, das war die Halbzeit. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Blitzball, mein Tag 4, der vierte Tagebucheintrag von Final Fantasy 10, diesmal nur Blitzball, das ist jetzt so wie das Level, ändert bei denen kaum was, und bei mir, hä? Ja, das war's doch, oder? Geile Sache. Also, bis dann, euer Fat Gamer, das war Blitzball von Final Fantasy 10. Bis bald, ciao!